bring gerade bei meiner Mining-Tour gerade mal noch ne. Ja. Hä? Ich bin voll gefressen und hab vergessen zu bezahlen. Du bist blau. Ich guck mal ein bisschen Laub aus, ne? Wo? Ich gucke Laub. Dias! Also, Ecki, Bulimie ist nicht die Lösung. Ecki, nee, ich finde das gerade ein bisschen eklig, muss ich zugeben. Ich auch. Kinder, sowas macht man nicht. Gesund ernähren. Fertig. Genau, gesund ernähren funktioniert sehr gut. Hä, was hat das denn mit gesunder Ernährung zu tun, ob man sich übergeben muss? Wenn man zu viel getrunken hat, hat man zu viel getrunken. Fertig. Hä, wir haben von Bulimie geredet. Ich sag ja, zu viel trinken oder zu wenig trinken. Beides gibt's nicht. Also ich trinke halt zu wenig. Ich auch. Ich trinke genug. Ich trinke ausnahmsweise auch mal genug. Ja. Wenn, 4,5 Liter am Tag reichen. Geht nicht. War so 3. Nach dem Sport ex ich sowieso immer mal so eine 1,5 Liter Flasche. Sport, was machst du denn für Sport? Ist jetzt die Frage, Ecki. Ich nehme ab, genau wie Ecki und Jenny. Und Caro. Ah. Und Caro. Und Caro. Gehen wir auch noch quasi nach hier nach hinten. Nach da, ne? Ja, weil ich glaube, das geht ja noch ganz schön weit nach hinten, ne? Weiß ich nicht. Nein. Wir können hier noch hoch. Das Witzige ist, wenn du dir jetzt ein Video anguckst, oder schau dir mal die neueste Folge Woodlands an. Und dann schau dir mal die erste Folge Woodlands an. Hallo. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob Woodlands schon so krass ist. Aber schau dir mal Alicia Online an oder sowas. Den ersten Part und den letzten Part. Da siehst du halt schon irgendwie so einen kleinen Unterschied. Mhm, du hast ein schmaleres Gesicht bekommen. Ja, den Rest sieht man ja auch nicht. Das habe ich mir letztens angeschaut. Setas hat ja auch mal mitgemacht mit Abnehmen. Und dann hat er nachgelassen. Und jetzt ist er da bockig ein bisschen. Weil er es nicht weiter geschafft hat, oder was? Weil ich jetzt so viel geschafft habe. Oh. Und er nicht. Oh. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ja, es ist in Ordnung. Ich muss jetzt echt mal langsam meinen ganzen Stissel hier irgendwo einsortieren. Also das hier brauche ich noch. Dann kommt das hier da rein, in die Erzekiste kommt das und das und das. Dann haben wir Holzi, Holzi, Holz. Holzi, Holz, Holzi, Holz. Holz. Ja. Sehr gut, Ecki, mach nur weiter. Mhm. Was ist denn das hier? Eine Schaufel ist das. Okay, Laub. Da unten sind aber auch Säblinge drin. Oh Gott, hast du gerade Schluck aufgekriegt? Nee, nur ein Hicks. Hicks? Hab ich ab und zu mal. Hicks? Sie hat manchmal einen Tick. Ich hab mein Inventar aufgeräumt, jetzt muss ich nur noch den Sand holen. Hallo! Wo soll das denn werden hier? Oh, verdammt. Ein Theater. Habt ihr Essen? Oh, verdammt, ich hab's kaputt gemacht. Okay. Bitte. Das soll ein Theater Alina. Werden, deswegen muss ich gerade am gucken, wie wir es am besten ausrichten. Weil da ist der Eingang. Theoretisch müsste man dann jetzt quasi hier noch eine Ebene draufsetzen, dass man hier unten quasi so Empfang und Garderobe und keine Ahnung und dann hinten in der Ecke, hier hinten, kommt man dann hoch und da hinten auf der anderen Seite ist die Bühne. Setzen wir noch einen drauf. Okay. Dass wir dann quasi jetzt die Fläche aber noch nach links breiter machen, weil so ist sie ziemlich schmal. Und dann gucken, dass wir halt nach oben bauen. Und dann hier immer weiter quasi eine Schicht abtragen, so viel wir brauchen. Damit wir dann nachher, falls noch was oben übrig bleibt, noch auf dem Dach quasi grün haben. Ich bezweifle zwar, dass es so funktioniert, aber dass wir halt vor allem an den Seiten grün haben. Wollen wir das dann 3 hoch hier so lassen? Ja. 3 hoch würde ich sagen. Okay. Aber ich glaube, dann ist es auch oben einfacher abzuschätzen, wie groß die Plattform sein soll. Haben wir noch irgendwo ein Feuerzeug? Hatten wir überhaupt eins? Ja. Wir brauchten ja definitiv eins, weil wegen Portal anzünden. Ich hab keins. Ich hab auch keins. Hier ist Flint drin und dann brauchen wir noch ein Steel. Und das craften wir uns jetzt zu einem Feuerzeug. Mein Spiel leckt gerade übel. Ja.
Nee. Minecraft. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, das liegt an den Blättern, die man abbaut. Okay, also gut. Das funktioniert halt wirklich nicht. Ich habe das Portal wirklich testweise einmal noch aus und nochmal angemacht, weil ich euch alle nicht vertraut habe. Ich gebe es dazu. So, und jetzt baue ich das nochmal alles ab. Und baue es eins weiter nach hinten oder so. Es ist wahnsinnig spannend, mir hier beim Abbauen unserer wunderschönen Portalwände anzusehen. Schauen. Bisschen schon. Bestimmt. Kannst du mir lebhaft vorstellen. Ihr seid echt Meister im Sätze bilden. Was? Kannst du mir lebhaft vorstellen. Nicht witzig. Ja, okay. Ich glaube, sie findet es doch witzig. Ecki? Ja? Wegtreten. Ei. Wie, was? Ei. Wegtreten. Ja. Was ist denn damit? Hi. Ei. Nicht Hi. Ei, Ei. Ach, Ei. Zu Befehl. Ei. Oh, Ei, Ei. Ich hab Hi verstanden. Oh je, Caro hat mir gerade geschrieben. Oh Gott. So, sie hat nur ich geschrieben, wir sollen sie gut, wir sollen sie gut... Abknuddeln. Nee, nicht... Vertreten. Wir sollen sie gut vertreten. Ja. Boah, William. Ich schreibe ihr gleich zurück. Boah. Schafft Ecki nicht. Was denn, Leute? Nee, das macht sie doch immer. Wow. Ich würde sagen. Wow. Nee, wow. Wow. Genau. Verstehe ich nicht. Oh. Ho. 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 Wow. Macht sie auch oft. William. Ja, was denn? Das sagt sie immer. Ach so, ja. Hört jetzt bitte auf, mich zu verwirren. Boah, William. Ich höre heute nur noch auf meinen zweiten Vornamen. Deinen zweiten Vornamen? Ja. Ludger. Nee, Benjamin, ne? Stimmt. Was? Nee. Du oder? Was, Benjamin? Ich weiß es nicht mehr. Benjamin! Er lacht schon so gekünstelt. Ich glaube, das stimmt. Benjamin! Ich glaub, das wüsste ich. Das ist ja mega geil. Das werde ich meinem Arbeitskollegen erzählen. Der ist nämlich auch Benjamin. Ich weiß. Alter. Hallo, Benny. Nee, wie war das dann? Warte mal. Jonas Erik. Was? Jonas Erik. Fällt dir jetzt echt nichts Besseres ein, Ecki? Oh, ich weiß es nicht mehr. Wir wussten das. Nee, warte mal. Ich bin enttäuscht, Ecki. Nein, ich muss erst mal überlegen. Überleg mal. Er hat es uns schon mal gesagt. Er hat es gesagt, ja. Oh, pass auf. Ja. Entschuldigung. Was? Nein, ich hätte Ecki fast untergeschmissen. Hat sie sie einfach einmal weggetreten? Nein, ich habe den Block Dirk. Sehr abgebaut. Dirk. Günther. Dirk. Nee. Heinrich. Maria. Mein Vater heißt Heinrich. Das geht nicht, Leute. Ich habe alles verschoben, es geht nicht. Oh, nee. Muss ich vielleicht das im Nether ausmachen? Dann kommst du selber nicht mehr raus. Dann kommst du nämlich mal zurück. Ja, ich kann auch gleich Spawn machen. Ey, Rocky, ich habe übrigens keine Ahnung, wie groß ich das Krankenhaus hier bauen soll, ne? 3,3 Quadratmeter. Witzig. Nee, also so 3-4 Räume sollten reichen für Ecki, Ecki, Ecki und Ecki. Das sagst du mir jetzt erst. Das sind viel mehr gemacht. Ja, das ist doch okay. Dann bau halt viel mehr. Du hast ja scheinbar Spaß dran. Ist okay. Dann haben sich die Blätter zurückgesetzt. Also das mit dem Quarz wird nichts. Wir müssen uns eine Alternative überlegen. Du musst eben einfach ein bisschen wandern. Ja, wie weiß ich denn noch wandern? Du bist ja auch witzig. Ja, versuch das doch einfach mal mit dem Abbauen im Nether. Ein bisschen wandern. Hab ich doch. Wie abbauen im Nether? Ja, im Nether ausmachen. La, 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 la. Mit Spawn so, zurück. Ja. Ich versuche es. Und Pam.
Es ist aus. Soll ich alles abbauen hier? Da haben wir zwar irgendwie Obsidian ercheatet, aber... Ja. Ja, mach mal. Keine Ahnung. Okay, ich bin fertig mit dem Räumen. Sehr gut, dann kannst du ja jetzt mal gucken, ob du das Portal öffnen kannst, in das Portal reingehen kannst. Und ob wir dann ein neues Portal generiert bekommen oder ob ich hier gleich in einem neuen Portal drin stehe. Okay. Wahrscheinlich steckt sie jetzt gleich irgendwo zwischen den Welten fest. Wir können ein neues Portal machen. Ich hol dich da nicht wieder raus, ich sag's dir. Oh. Ich bin aber ein Baby. Ja, ist egal. Wow. Auch Babys kommen zurecht. Sonst könnten sie nicht schwimmen. Oh, wirklich jetzt? Alter, guck, wo du rausgekommen bist. Holy shit. Nein. Die ist halt quasi über dem alten Portal rausgekommen. Das wow. alte Portal wurde dazu benutzt, das neue zu erschaffen. Nee, Moment jetzt mal. Ich gebe jetzt hier mal Game Mode 1 ein. Das kann ja wohl echt nicht euer Ernst sein. Ich baue jetzt mal alles hier komplett ab. Dass hier nichts mehr steht. Du weißt aber schon, dass wir dann irgendwo anders rauskommen. Ja, will ich ja. Das ist doch der Plan. So, jetzt gibst du einfach gleich Spawn ein, dass du wieder am Spawn ankommst. Und jetzt gehe ich wieder in unser Portal rein. Und jetzt komme ich wieder an der alten Stelle raus. Ja! Okay, Leute, ich glaube, es ist ein eindeutiges Zeichen. Wir müssen laufen. Ja, das ist gut. Nicht. Toll, wirklich sehr, sehr toll. Ich glaube, hast du das Ganze auch schon einen Block versetzt, quasi? Ja, unser Portal habe ich eben schon einen Block versetzt. Das hat nicht funktioniert. Okay, soll ich mit reinkommen, nee. Kannst du versuchen, aber wird nichts bringen, weil wir hier erstmal eh nichts finden, nichts Großartiges. Es sind überall noch so ganz kleine Sachen, aber die helfen uns ja jetzt auch nicht gerade besonders viel weiter. Wenn wir hier sind, dann sollte es vom Platz reichen. Ja. Also hier auch noch, ja. Wo bist du? Wohin? Hier. Bis hier, genau. Bin hier ein Stückchen vom Portal weg. Hm? Auf der anderen Seite auch? Ja. Okay. Gefährlich. Hi. Okay, ich baue mich hier einfach mal irgendwo lang, oder? Ja, nein! Das wäre super. Nein! Ich glaube, das ist das erste Mal, oder? Nee, zweite Mal. Jennys erstes Mal. Zweite Mal. Live auf YouTube. Gott, Rocky. Wo bin ich jetzt runtergefallen? Scheiße. Hier. Ja, Jenny weiß nicht mehr, wo ihre Sachen sind. Das wird lustig. Warum wird es immer Nacht? Oh Gott. Ich glaube, da hinten muss ich hin. Jenny, willst du dich lieber einbuddeln wie im Nether? Ja. Oh, wirklich? Wo ist sie denn runtergefallen? Ich guck hier grad mal. Wieso hilft ihr ja alle? Sie kann das selbst. Sie ist groß genug. Weil das Jenny ist. Jenny, wenn du... Und mir würde dir nicht helfen. Rocky, sei doch mal leise, bitte. Du bist jetzt mal leise, ja, bitte. Ja, ich weiß schon, in welche Richtung ich gehen muss. Er ist zumindest mal freundlich und sagt bitte. Bitte. Ich hab bitte Brigitte gesagt. Hab bitte danke, gesagt. Anke. Zuerst bitte gesagt. Du bist jetzt leise. Manometer, ey, da kriegt man ja echt Stresspustel von. Ein Stresspeder. Immer. Ich dachte gerade, du willst was anderes sagen. Nein. Ein Stresspeter. Peter. Was ist das da vorne für ein Flame? Ist ja irgendwie gar nicht. Ah, doch jetzt. So komisch, wie das aussieht. Wo bin da ich ist Jen. Hier oder auf einem anderen Ast? Nein, da schon, aber I aus deiner nicht. Richtung rechts. Irgendwo, keine Ahnung. Fernost. Also ganz in der Nähe. Soweit. Tollpatschige, bist du jetzt auch hier bei im Nether? Ja. Yeah. Okay. Ich hab Quarz gefunden. Sehr gut. Du machst deinen Job richtig super. Na. Wollte ich dir nur mal sagen. Oh, das war ein Loch. Oh Gott. Oh, Minecraft. Was denn? Licht. Man muss doch Caro vertreten.
Aber das O-Minecraft ist doch von dir. Nein, das O-Minecraft ist ursprünglicherweise von Caro. Das wusste ich. O-Minecraft. Oh, Long Johnson. Was? Oh Gott, Ecki versucht's halt wirklich krampfhaft und es failt öfter, als wir gedacht haben. Was denn? Ja, die Sprüche von Caro rauszuhauen. Ja, das kann ich nicht. Oh, Long Johnson. Jedongsen. Oh, Long Jedongsen. Jedongsen. Bumsen. So. Man kann Caro gebührend nicht nachmachen, das geht einfach nicht. Nein, nee. Es ist genauso wie man Bibi nicht nachmachen kann. Nee, geht gar nicht. Es ist genauso wie man Jenny nicht nachmachen kann. Ich habe auch nichts, was man besonders an mir nachmachen kann. Doch, hallo, voll viele Sachen. Bei mir Sachen. Auch nicht. Ach ja? Ja. Was mache ich denn Besonderes? Also wenn ich den Auftrag hätte, imitiere Jenny. Am besten in irgendeinem Spiel, weil ich dich halt so, ich weiß halt noch nicht so hundertprozentig, wie du actest, so in real. Aber in dem Fall, wenn man dich irgendwo nachmachen müsste, ne? Mhm. Dann würde ich definitiv einfach mal in den Nether gehen und mich einfach panisch einbauen. Okay, das ist gut. Was Sünde. Ich hab dich auch lieb. Was denn? Das stimmt doch! Och Mann! Sie hat dich lieb, hallo. Ja. Aber der Ton war nicht angenehm irgendwie. Doch, 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 doch. Der Ton hat irgendwie gestochen in mein Herz. Und geprickelt in mein Bauchnabel. Ecki trinkt bestimmt immer aus Sehtests Bauchnabel. Nein. Nein, nicht. Nein. Ich dachte, das macht man so. Mach das Caro bei dir. Ja. Wir nennen das auch der Fluss des Ganges. Versteht ihr, Freunde? Am besten dann so richtig mit Fusseln. Ja! Ja, hallo! Oh, William! Das ist quasi das Kork im Wein. Yo! Das ist eklig. Kork. Ja, korkiger Wein ist auch eklig. Wein generell. Ja. Wein, so, dann schreibt mal in die Kommentare bitte. Ist Wein eklig? Beziehungsweise. Ja, Wein ist eklig. Leute, ihr dürft es doch gar nicht beantworten. Ich wollte gerade noch dazu setzen, beziehungsweise für die meisten von euch ist Kinderpunsch eklig. Kinderpunsch ist geil. Kinderpunsch, das ist lecker. Habe ich den nicht getrunken. Oh, wenn wir schon so bei warmen Getränken immer Robbie sind. Ich habe Bubble getrunken. Gibt es überhaupt heute noch? Oder Eierpunsch. Mein Ding. Robbie Bubble. Das süßes, ekliges Ihr Zeug. Kennt nicht mehr Robbie Bubble? Total. Das ist eklig. Es schmeckt übel kacke, aber es war einfach die übelst geilste Werbung im Fernsehen, finde ich. Also bessere Werbung für Kinder, was war das, Kindersekt? Kindersekt, ja. Für Kindersekt konnte man ja wohl nicht machen. Hallo, wie Robbie Bubble auf die Flasche aufgestiegen ist und dann losgeflogen ist. Hallo, das war ja wohl durchs Wohnzimmer hinweg die beste Party ever. Das wollte ich immer haben. Ich habe es übel eklig gefunden, als ich es zum ersten Mal hatte. Und seitdem wollte ich es nie wieder haben. Was gibt's heute? Hello Kitty Sekt oder so? Karlsberg Urpilz. Ich will's gar nicht. Ach so, sowas meinst du? Das ist was anderes.